Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Vergangenen Freitag, da ging der DAX beinahe unverändert aus dem Handel. Auf Wochensicht jedoch, da fuhr er deutliche Zugewinne von knapp 3% ein. Damit kehrte er auch über die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke zurück. Blicken wir nach Frankfurt an dieser Stelle zu unserem Korrespondenten Patrick DeWayne. Schönen guten Morgen, Patrick. Wie könnte der Wochenstart heute für den DAX denn verlaufen? Was sind seine Vorgaben? Guten Morgen, Marco nach Kulmbach. Ja, seine Vorgaben sind gar nicht so schlecht. Du hast es angesprochen, aufgrund der Tatsache, dass wir tatsächlich an den amerikanischen Börsen auch am Freitag nochmal einen Zugewinn gesehen haben und heute Morgen in Asien, zumindest beim Hang Seng und beim Shanghai Composite, deutliche Zugewinne sind von über 2% jeweils. In Japan etwas rot getrübte Vorzeichen, aber nur ein leichter Abschlag, denn da sind Konjunkturdaten vermeldet worden und die sind schwächer ausgefallen und deuten darauf hin, dass sich die japanische Wirtschaft doch weniger schnell erholt als angenommen und die dementsprechenden Preise sind auch stärker gesunken als erwartet, die Erzeugerpreise, dementsprechend eher mal ein gemischtes Bild aus Japan. Sei es drum, der DAX wird stärker erwartet. Heute haben wir Einzelnachrichten im Fokus, beispielsweise die Anhebung von Daimler, von Goldman Sachs. Sie stufen die Aktie auf Kaufen ein und haben das Kursziel erhöht. Solche Dinge werden hier gespielt. Zudem dann natürlich das Konjunkturpaket. Donald Trump nähert sich den Demokraten an, aber Nancy Pelosi, sie will den ganz großen Wurf, also die Zustimmung zum großen Paket. Und die wird so die meisten Marktteilnehmer nicht vor der Wahl mehr erwartet. Vielen Dank für den Überblick, Patrick. Sehr gerne. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt wie gewohnt unsere Marktidee. Heute ist dies Apple. Am morgigen Dienstag, da findet ein Apple-Event statt, auf dem höchstwahrscheinlich unter anderem neue iPhone-Modelle vorgestellt werden. Die Apple-Aktie, die hatte im März nach dem Corona-Crash einen Tiefpunkt bei $53,15 ausgebildet. Daraufhin startete dann eine Rallye, welche die Aktie auf ein neues Rekordhoch bei knapp 138 US-Dollar beförderte. Es folgte dann eine Korrekturphase, die den Wert auf ein 8-Wochen-Tief einbrechen ließ. Aktuell konsolidiert die Aktie oberhalb der zurückeroberten 20-Tage-Linie. Wie es weitergehen könnte, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, machen Sie es gut.